Quest gefunden und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir machen heute weiter. Und zwar da vorne. So, guck mal die Uhr. Passt. Wunderbar. Ich weiß, wie lange ich machen kann. Man weiß, so 10, 15 Minuten. Das ist immer der Plan so. Das ist immer so der Plan in der Richtung, wie lange diese Quests gehen sollen. Gerade bei diesen kurzen Sachen. Moin. Brauchst du etwas? Ich wurde von weit her gebracht, um den Anhängern des Ares zu dienen. Du klingst unglücklich. Diese Götter sind nicht die meine. Ich will mich nicht um ihren geschmacklosen Schrein kümmern. Aber wenn ich mich auflehne, werden die Anhänger mich bestrafen. Und du willst, dass ich sie alle zu Hades schicke? Ja. Alle Anhänger müssen sterben. Okay. Gut, ich bin dabei. Mein Dank ist dir gewiss. Ich komme hinterher wieder. So, fremde Götter schaltet die Anhänger des Ares aus. Warte mal, wir haben. Da ist doch noch irgendwo eine Quest gewesen, die wir machen müssen, die sich darum dreht. Um Anhänger des Ares, oder? Sprich mit der Frau, das war das nicht. Das hier. Tenatrium. Verfluchte Lande. Ich glaube, die Geschichte war das auch noch. Verfluchte Lande. Haben dazu gekriegt. Warte mal. Erstmal die Geschichte. Warte mal. Wir müssen. Nee, es war was anderes mit den Göttern. Warte mal. Wo haben wir die denn? Fremde Götter, hier. Das heißt, wir machen quasi mehr oder weniger zwei Quests jetzt in einem. Das ist immer gut. Wenn du dann mehr oder weniger zwei Quests in einem Rutsch machst. So, ich schaffe mir mal einen Überblick hier. Perfekt, das sind vier. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Kriegen wir das hin? Ja, das haben wir schon weg. Moin. Kannst du mal bitte. Könnt ihr euch bitte mal anstellen? Damit haben wir die erste Quest schon mal abgeschlossen. Drei von vier sind weg, dieses verfluchte Land, ne? Heute den nächsten haben wir direkt auch mit hinterhergezogen. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Achso, die Fackel aufheben. Ja gut, das ist ja nicht wichtig. Gut, ich dachte, hier gibt es noch Zeug zu holen. Gibt es scheinbar nicht. Also machen wir weiter. Ja, und damit haben wir nebenbei, wie gesagt, eine Quest im Zusatz noch abgeschlossen. Und vielleicht sind wir dann schon bald Level 29. So, jetzt holen wir uns mal kurz hier den Typen. Moin, denn? Sind sie alle tot? Natürlich. Sie erledigt. Jeden einzelnen. Es ist nicht viel, aber nimm es. Für deine Mühen. Danke. Ein ganz normaler Tag. Okay.
Na, nicht ganz Level 29. Okay, eine Quest brauchen wir noch. Dann sind wir schon in der nächsten Folge, oder vielleicht in der nächsten Folge. So, jetzt muss ich gerade was checken, was wir hier machen könnten. Wir haben jetzt hier erstmal alles ab. Ne, hier ist nur noch eine. Getrübt. Herrlich. Entschuldigung, war keine Absicht. So, dann gucken wir mal wegen auf der Tafel. Vielleicht haben wir da noch mal was vom Zeug. Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Sehr schön. Alles mit. Den Kosmos können wir, glaube ich, machen. Erstmal mal. Warte mal, was war denn das mit dem Kultist? Der Kultist war Level 29, ne? Oder? Ja. Dann hätten wir, glaube ich, sogar auch schon wieder die Quest abgeschlossen. Ich glaube, wir müssen ja eh nur noch einen Kultisten töten, um die nächste Quest abzuschließen, oder? Ich jetzt. Nee, da fehlt das noch was. Genau, verbessere den Speer. Die müssen wir noch machen. Die können wir dann mehr oder weniger schon versuchen. Direkt in der nächsten, vielleicht in der nächsten, übernächsten Folge werden wir so wahrscheinlich machen. Vielleicht, dann haben wir sie vielleicht dann auch da tot. Zorn einer Spartanerin, sprich mit der Frau. Da können wir noch gerade nichts weitermachen. Gelegenheiten. Das müssen wir alles noch machen, wenn wir ein bisschen mehr aufgedeckt haben. Kopfgehende Soldaten, Kopfgehende Söldner, Söldner. Spartanischen Soldaten. So, was war das jetzt? Ne, ich stehe gerade noch, was ich. Warte mal. Gewinne Schlachten für die Spartaner in der gesamten griechischen Welt. Also für Sparta. Das müssen wir die roten Dinger machen. Ich gucke gerade, was meine Uhr mal sagt. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ich überlege gerade, was wir machen als nächstes. Vielleicht nochmal einen Söldner. Vielleicht nochmal Dings töten hier? Warte mal, wir haben doch noch Kopfgelder, ne? Kopfgeldgeschichten. Ist der auf der Karte angezeigt, der Typ? Jo. Dann machen wir den noch schnell. Dann machen wir den noch schnell, die Geschichte. Dann haben wir das auch. Dann haben wir sogar drei Quests und dann können wir sogar in der nächsten Folge tatsächlich sogar schon Kultisten töten. Um die nächste Quest zu machen. Dann weiß ich, was wir als nächstes machen. Dann haben wir nämlich Level 29, genau die Level 29, die ich haben wollte. Dann haben wir nämlich. Ja, ja. Ich denke jetzt. Die kriegen wir mal hin noch. Ha! Jawohl! Auch Bärchen. Ich verschwinde jetzt. Ich will dich jetzt eigentlich nicht dabei haben. Du hast mir natürlich jetzt gerade ein bisschen die Quest versaut. So. Gut. Dann.
die habe ich schon gesehen. Kriegsbär, Alter. So, mein Kumpel, jetzt bist du dran. Quest abgeschlossen. War ich der Plan dahinter? Oder das war der Plan dahinter. So, Freunde, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dieser Nummer hier. Dazu müssen wir den letzten vom Dings finden, Kultisten. Nämlich dich hier. Ach, tritt in der Arena an. Oh Gott. Ich würde dich gerne töten. Okay. So, jetzt muss ich gerade was gucken. Wo könnte der sein? Welche Arena muss ich denn da hin? Wo müsste ich denn da hin? Das wäre natürlich jetzt mal gut zu wissen. Schön. Ich hätte jetzt gerne noch die Nummer gehabt. Gemacht. Ja, die Frage ist, welche Arena? Entdecke die Arena. Ja, ich versuche mal rauszufinden, ob ich weiß, wo die ist. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed Odyssey.